5. August 1950. Rosa Katharina Mittermeier-Neureuther, von allen eben nur Rosi genannt, als ob sie immer schon eine gute Freundin wäre. Wahrscheinlich wären die meisten einfach gerne mit ihr befreundet. Das mag an ihrer Art liegen, ihrer Ausstrahlung, ihrer Natürlichkeit und an ihrem großen Erfolg. Rosi Mittermeier zieht die Menschen einfach an. Sie ist eine von uns. Wo fängt man bei ihr an? Wir steigen ein bei den ersten Geschichten, die vom Leben auf einer Alm in den Chiemgauer Alpen erzählen. Die Winkelmoos. Wir sind eigentlich so aufgewachsen, sehr offen. Offen für alles. Meine Eltern, die haben auf der Winkelmoos ein Studentenheim bewirtschaftet und ganz früher eine öffentliche Wirtschaft, also sozusagen ein Wirtshauskind. Meine Eltern haben viel arbeiten müssen und da haben wir helfen müssen. Da sind wir eben auch dementsprechend mit meinen Schwestern bin ich aufgewachsen. Da hat es das nicht gegeben, dass einer nicht mithilft und nicht dem anderen irgendwie was macht. Ein Wirtshauskind kriegt eigentlich alles mit, was es gibt. Und da hast du schon sehr viel Kontakt mit Menschen und schätzt die auch ein. Und sofort so mal ein kleines Lächeln oder ein Blinzeln von jemand, da weißt du schon, der ist in Ordnung, nicht? In dem Sinne. Also das lernst du sehr früh als Kind schon, so den Umgang mit vielen Menschen. Und so bin ich aufgewachsen. Auch mitten im Schnee, auf dem Lotharhang, mit dem Lotharlift. Spielen draußen im Freien, von Kindesbeinen an. Ich bin natürlich auf der Winkelmoosalm richtig in einem Skigebiet aufgewachsen, das zwar nicht schwierig ist, aber es ist halt sehr schneereich. Und wir haben halt im Schnee einfach gespielt. Mein Vater hat ja die Skischule noch gehabt. Der Lotharhang war ganz ein kleiner Hang, wunderbar, 100 Meter lang. Da ist so lustig, da war der Schweinsteiger-Papa, der Fred, also der Papa vom Fred, also vom Basti, der Opa. Genau, der war mit seinem Burm, mit dem Papa vom Basti, dort schon beim Skifahren mit dem Burm. Und dann haben die eine Schanze gebaut und ich habe gedacht, ich habe mir vorher einen Fußbruch gehabt, hätte noch nicht Skifahren dürfen, habe nur so einen Zinkleimverband, hat man früher gesagt, und habe mich bei den Eltern rausgeschlichen aus dem Haus und mir gedacht, da probiere ich, ob ich Skifahren kann. Und dann sind die da am Lotharhang gewesen und da haben die Buben die Schanze gebaut und dann habe ich das gesehen. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt wenn die weg sind, probiere ich mal, ob ich die Schanze springen kann, und habe das gemacht. Und dann bin ich direkt unten ins Flache hineingesprungen, mit den Spitzen aufgekommen. Da habe ich mir noch mehr einen Fuß gebrochen, Schuhrand. Am gleichen, vorher war es der Knöchel. Und dann habe ich ein halbes Jahr Gips gehabt. Also ich habe einen Gips gehabt von oben bis unten. Natur und Familie, zwei für sie entscheidende Orientierungspunkte. Wobei der zweite eigentlich der erste ist. Ich habe eine ältere Schwester, die Heidi, die ist auch Ski gefahren, war bei Quo Valley und Innsbruck, zwei Olympischen Spielen, und war überall so beliebt. Und eigentlich so war das mein Vorbild. Ja, aber meine Schwester Rosi, sie ist das erste Mal dabei. Das ist die Rosi, wie alt bist du? 14 Jahre. Und Heidi, wie macht sich die Rosi?
Naja. Überall haben sie gesagt, ja, deine Schwester, die hat damals einen Spitznamen Fuzzi gehabt. Du, also mit der haben wir immer am Start einen Witz verzeiht. Magst du auch einen Witz? Sag ich, ja, okay, kannst du einen Witz? Dann haben alle gesagt, die Trainer, du musst dich konzentrieren. Aber wenn der Starter mir was erzählen will, dann muss ich ihn ja doch erzählen lassen. Ich kann doch nicht dem sagen, auf gar keinen Fall. Also das war so der Anfang meiner Skilaufbahn, dass ich eigentlich die kleine Schwester von der Heidi war und dass mir da sehr leicht, überall leicht gefallen ist, weil überall haben die Leute mich begeistert empfangen. Rosi Mittermeier aus Reit-im-Winkel, die 10 Jahre jüngere Schwester der Heidi. Sie zeigte im Training recht gute Ansätze im Slalom. Rosi Mittermeier fuhr einem großen Sieg und ihrer ersten deutschen Meisterschaft entgegen. Und jetzt erst zeigte sich so recht, dass ihre Slalomerfolge in den internationalen Rennen keine Zufallsergebnisse waren, sondern auf grundsolidem technischen Können beruhten. Das Rennen der Mädchen ist zu Ende gegangen und jetzt schon als deutsche Meisterin, damit hat niemand gerechnet. Nein. Wir schon. Ja. Ein bisschen. Es ist den ganzen Winter gut gegangen. Was hat die Heidi, die größere Schwester, dazu gesagt? Sie hat sich sehr über mich gefreut, aber noch mehr hat sie ihr 6. Platz selber gefreut. Weil sie wahrscheinlich wenig trainiert hat und kaum ein Rennen gefahren ist in diesem Jahr. Also meine Schwestern haben nicht so viel Glück gehabt. Die Heidi war auch schwer verletzt, die hat beim Skifahren eine Niere verloren. Da war aber ich noch so klein, das war also vor Squaw Valley, also das war 59, glaube ich, so. Und die, also meine Eltern haben dann gesagt, also das Skifahren, das ist jetzt ja nicht mehr so toll, gell? Und habe einen Onkel gehabt und der Onkel hat gesagt, wieso, mit einem Herz kann man leben und mit einer Niere kann man auch leben und Sport kann man auch machen. Und die Heidi, die war da so traurig, dass sie nicht mehr hätte Rennen fahren dürfen und dann haben die Eltern also gesagt, okay, dann, mein Onkel hat es dann da heimlich nach Grindelwald und beim ersten Rennen, wo sie da gestartet ist, hat sie das gewonnen. Da war ich als Mädel im Schulbus, da haben die Leute gesagt, die Heidi Mittermeier hat den Slalom in Grindelwald gewonnen. Dann habe ich gesagt, nein, die ist ja in München in der Klinik. Heidi Mittermeier überraschend wieder auf der Piste. Die Heidi fuhr zwar nicht so wild wie die ganz Jungen, aber immer noch in ausgezeichnetem Stil. Sportlich wollen wir mal sehen, wir wollen es auch bei der Heidi sehen. Sie haben in diesem Sommer mehr Konditionstraining gemacht als sonst, nicht? Ja, es ist diesmal wirklich mein letzter Winter und ich habe wirklich trainiert. Dann habe ich natürlich die Evi, meine jüngere Schwester, die ist ja dann mit mir gefahren und die hat dann sehr viel Pech gehabt in Grindelwald beim Rennen, hat die dann einen wirklich schlimmen Schädelbruch sich zugezogen bei einem Sprung. Das ist mir das war ganz schlimm. Das war eigentlich das Schlimmste, was ich miterlebt habe im Skisport, wie meine Schwester da gestürzt war. Mit der Nummer, dass ich so drin bin in der ersten Gruppe. In der Gruppe macht's einfach mehr Spaß, auch an solchen Tagen. Eindrücke sammeln und auch Erfolge. Zahlreiche Jugendmeisterschaften, deutsche Meistertitel und Plätze auf dem Stockerl unterstreichen das. Sepp Beer, der Damentrainer bei der Arbeit. So, Mädi. So, mehr Vorlagen nehmen wir, gell, im Steilen herum. Und Stockarbeit nicht vergessen. Hopp. Ich hab gedacht, ich wollte eigentlich die Welt sehen. Ich hab gedacht, ach, das ist ja super beim Skifahren. Die Heidi war schon in Amerika, Squaw Valley, überall. Mir war wichtig, dass ich viele, viele Freunde gehabt habe. Und das habe ich gehabt, alle.
alle durchgehend. Schweizer, Österreicher, Mädeln und so. Da war ich begeistert. Mit denen bin ich Lift gefahren und habe meinen Spaß gehabt. Und in Amerika überall. Die würden sagen, ich habe sogar vor lauter Ratschen einmal hätte ich einen Start versammelt und solche Geschichten. Also das hat es alles gegeben. Mit zunehmender Erfahrung findet sie immer mehr zu ihrem Fahrstil. Engere Skiführung, aggressiv und sehr riskant, möglichst nah an die Tore heranfahren. Links Rosi Mittermeier und rechts Pamela Bär. Ein Rennen, das sehr knapp ausgeht. Beide tanzen durch den Stangenwald der 24 Tore. Und dieses Rennen kann Rosi Mittermeier ganz knapp für sich entscheiden. Aber es gibt noch eine Revanche. Diesmal links Pamela Bär und rechts Rosi Mittermeier. Pamela Bär gewinnt knapp die Revanche gegen ihre große Rivalin. Hier Rosi Mittermeier, rechts Pamela Bär, Christian Neureuther. Eine Rennpiste für dich alleine. Und die ist extra präpariert für dich. Und da sind Stangen reingesteckt. Und da kannst du ausprobieren, wie du das packst. Also das Besser, was Besseres gibt es nicht als Rennfahrer. Mir drückt was anderes auch noch. Der erste große internationale Auftritt, Olympische Winterspiele 1968 in Grenoble. Davor schon wächst sie mit ihren Erfahrungen und Erfolgen in der höchsten Wettkampfkategorie, dem Skiweltcup. So ist es genau richtig. 68 war, ich war da natürlich im Slalom, das war meine beste Disziplin. In der Abfahrt bin ich nur dazugekommen, weil meine Freundin, die Traudl Walz, hat sich einen Fuß gebrochen und die hat dann nicht starten können. Dann war ich das vierte Mädel. Aber mit 18 Jahren das erste Mal Olympische Spiele. Eröffnungsfeier, Wahnsinn, das war toll. Nationen, wie die alle einmarschieren mit ihren verschiedenen Gewandern, sagst du, wie schauen die aus? Ja, die schauen gut aus, die schauen gut aus. Es ist eigentlich toll. Die Herztöne von Calmar bei der Eröffnungsfeier, du, die sind da durch Mark und Bein gegangen. Gell? Sagt, du bist jetzt auch dabei. Gell? Und wir sind ins Olympische Dorf gekommen und ich mit meiner Freundin, mit der Traudl, da sagt sie, du, die kenne ich. Gehen zwei Mann und Frau auf uns zu, sag ich, die kenne ich. Sag ich, ja, wo kennst das du her? War das Protopopov, das Paar? Und wir haben gesagt, Servus, war schon. Die kleinen Grecken mit 18. Da sage ich, du kennst du die? Ja, da musst du ja Respekt haben. Nicht? Die haben ja schon alles gewonnen gehabt, was es gegeben hat. Alec und Ludmilla, gell? Protopopov, Eiskunstlauf. Wir haben alles erlebt. Wir haben diese ganzen Spiele angeschaut und der Trainer hat immer gesagt, das geht nicht, Madeln, ihr müsst schauen, dass ihr euch auf euer Rennen konzentriert. Wir hatten eine Betreuerin damals, die war schon älter, die Frau Müller, eine reizende Frau. Die Betreuerin der deutschen Damen, Frau Müller. Und was gehört zu dieser Betreuung, die wir immer mal beobachtet haben, eigentlich alles dazu? Man sagt so oft, ich bin das Mädchen für alles. Das geht los in der Früh mit dem Wecken, dass sie alle rechtzeitig zum Frühstück erscheinen. Und das geht weiter bei der Besorgung der Liftkarten. Dann gehen wir gemeinsam Mittagessen. Also das geht bis zum Schlafengehen. Und wenn sich eine wehgetan hat, dann ist man eben zuständig. Soweit es in meiner Macht steht, dann sorge ich dafür, dass diese Wehwehchen wieder geheilt werden. Wenn es natürlich was Schlimmeres ist, dann geht man zum Arzt mit der Verletzten. Und so ein bisschen die Mutter ersetzen? Ja, da bemüht man sich, ne, damit sie etwas Häuslichkeit wenigstens nicht ganz vermissen müssen.
schon 16, da hat es ja keine Serviceleute in dem Sinne gegeben. Und ich habe Nummer 18 gehabt und die Frau Müller, die hat das Wachs mit dem Messer von dem Restaurant oben, hätte es mir runter machen sollen. Und hat es versucht, mit dem Messer das Wachs oben runter zu kratzen, weil der Sepp hat natürlich gemerkt, dass wir verwechselt haben. Und ich habe die letzte Nummer, ich glaube, es war 18. Und dann natürlich auch, war, ich weiß gar nicht, die Platzierung auf jeden Fall. Im Riesenslalom habe ich ein paar so kleine Sachen gemacht, so Fehler. Und im Slalom war ich gar nicht schlecht. Ich glaube, im ersten Durchgang war ich Sechste und im zweiten habe ich mir gedacht, also jetzt muss ich mal wirklich schauen. Gell? Und bin ich natürlich eine Stelle, wo man also nicht am Innenski gehen darf. Das war immer ein bisschen aus dem Rhythmus und war genau die Kante. Natürlich Innenski und bin raus. Landmann Mittermeier. Et c'est la fin. Bis dahin schon Bestzeit, aber ich hätte da schon noch auf eine Medaille fahren können. Aber na, war halt nicht so, aber war auch nicht so tragisch. Sapporo war ja Favoritin. Und da haben die Zeitungen schon geschrieben, ja, Medaille ist sicher, weil bei den Vorolympischen Spielen, da bin ich, glaube ich, Anni van Moos hat eins gewonnen, da war ich Zweite oder in anderen Disziplinen auch nicht schlecht. Also hätte ich eine Medaille machen sollen. War dann so, dass ich wirklich in der Abfahrt, glaube ich, da bin ich, da hat es mir beim Bus meine Skisteckenteller hat's mir geschmolzen, weil die waren so überheizt. Und die am Start waren so riesen Öfen und da war ich so nah gestanden, die Brille nur drunten und dann hat es mir die Brille so gewölbt. Das habe ich gar nicht gemerkt und wie ich gefahren bin, Brille hinauf, denke ich mir, irgendwie komisch, also schlecht. Aber das war in der Abfahrt, da bin ich Sechste geworden, gar nicht so schlecht, aber halt so unter die Zähne so in der Abfahrt war so immer meine Platzierung. Und das nächste Rennen ist am? 8., glaube ich. Am 8.? Ja, in 3 Tagen. Gut, in 3 Tagen. Also ja, haben wir Zeit und noch ein bisschen Möglichkeit, sich einzustellen, denn der Riesenslalom ist doch anders zu fahren als die Abfahrt. Ja. Toi, 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 alles Gute und ich hoffe, dass wir wieder was Gutes zu berichten haben. Okay. Im Slalom dann schon eher, da war ich Favoritin und Riesenslalom habe ich so einen Gegenwind gehabt, das war brutal. Da bin ich gestanden, dann, also, da war es oben so flach und dann haben die selber gesagt, da kannst du nichts dafür, das war wirklich der Wind, gell, da musst du halt auch Glück haben. Und sagen wir, in Innsbruck 4 Jahre später, da hat halt alles gepasst. Innsbruck Anfang Februar 1976. Die Alpinwettbewerbe der Frauen im Skigebiet Aksamalizum. Hier sollte ihre Zeit kommen. Es sollten ihre Momente werden. Rosi Mittermeier gelingt eine Sensation. Schwierige Strecke, also technisch schwierige Piste. Speziell jetzt auch in der Abfahrt, was ich braucht habe. Ich habe schon Kurven braucht, ein bisschen schwierige Kurven. Und dann hat es im Slalom natürlich, war ein steiler Hang. War für mich auch gut. Es war hart, eisig, war super. Weil ich habe nicht die Ski gehabt für Neuschnee. Weil das Rennen davor war in Bad Gastein Neuschnee, da war ich Letzte. Weil da war es brutal. Da bin ich gestanden und der Trainer hat mich während der Fahrt überholt. Der Wolfgang Bartels war damals unser Abfahrtstrainer. Super. Der hat mir das Gleiten gelernt. Gell? Das habe ich ja vorher auch nicht gekannt. Man konnte es lernen, aber man muss einen guten Trainer haben, der sagt, wann du gleitest und wie das passiert. Aber da bin ich nicht geglitten, weil da war so Neuschnee. Und dann ist der von mir vorbeigefahren und dann habe ich gesagt, ja, hey Wolfi, was soll ich da? Soll ich weiterfahren? Und er hat gesagt, fahr weiter. Und der hat mich überholt. So langsam war ich. Und ich war in der Hocke. Und er ist vorbeigefahren.
Im Schichtal am Abend vor dem Rennen. Hier sind alle Rennläufer heute nur noch interessierte Zuschauer. Seit einigen Jahren wächst keiner mehr seine Ski selber, fällt niemand mehr die Kanten. Erfahrene und tüchtige Servicemänner machen das weit besser. Das Wachs brauche ich, genau. Und das Rote brauchen wir auch. Zieht gleich an, Rosi. Wer diese Rennen der Mädchen und der Männer mag, der bangt mit der Rosi. Und es gibt auch keinen, der sportlich gerecht denkt, der nicht sagt, sie könnte ruhig mal eine olympische Medaille holen. Sie ist die Beste, die schnellste bisher in der Abfahrt, in der Zwischenzeit. Sie kommt in das Schlussstück hinein, tief im Schatten, zieht sie die Querpassage herüber, reingeschwungen in den 200 Meter langen Schusshang. Ganz tief ist sie unten, auf einer direkten Linie fährt sie. Mach los, Rosi, komm, ist im Ziel. 46,16 Bestzeit. Die Rosi Mittermeier schlägt die Birgitte Trotschnig. Na, sie ist in einer Blende. Am Skifahren hat mir nie was gefällt, aber das andere war halt recht lässig betrieben sozusagen. Da habe ich mit dem Kraftraum da gestemmt und sonst was, also so Gewichte und so, das war jetzt nicht so meine Freude. Der Trainer hat dann, unser Konditionstrainer, der Heinz Mohr, der hat mich dann umgepult. Der hat gesagt, du Rosi, du laufst jetzt einmal und dann laufen die anderen. Der hat dann das gemerkt, dass er das ein bisschen einzeln verteilt und auch disziplinenmäßig. Das war ein super Konditionstrainer, ein super Trainer. Der hat das so raffiniert gemacht mit so unterschiedlichen Übungen immer und dass wir das gar nicht so gemerkt haben, die ganze Mannschaft. Und jetzt Rosi Mittermeier aus Reit im Winkel, die erfolgreichste Skiläuferin dieses Winters, im Weltcup kaum noch einzuholen. Die Evi war ja auch in Innsbruck natürlich und die hat mir ja furchtbar leid getan, denn die hat ja mitgekriegt, die war ja in der Abfahrt viel mehr Favoritin als ich und dann hat die natürlich mitgekriegt, dass ich da Bestzeit habe und dann hat die Evi gleich Tränen in die Augen, die ist ganz nah am Wasser gebaut, also das war jetzt für sie jetzt der direkt nicht. Und wir haben das dann alle auf mich gestürzt. Dann habe ich gesagt, ja, meine Schwester kommt ja noch und ich möchte ihr zuschauen. Ja, Rosi, wie ist es gegangen? Ja, einmalig ist es mir gegangen. Alles wunderbar. Hast du mir durch den Daumen gehalten? Ha? Ja, eben drum ist es mir gut gegangen. Wer war Schlick? Wer war Schlick? Schön war Schlick. Gut. Und, besser die Evi gegangen? Ja, die Evi, da ist auch nicht schlecht gegangen. Hat es nicht geschmissen, dann ist schon ganz gut. Ja. Dankeschön, Rosi. Danke. Da ist schon ziemlich abgegangen. Da haben die mich nur im Zielraum rumgetragen. Das war eigentlich, ich habe überhaupt nicht gewusst, wo stehe ich. Rosi, Rosi, noch einmal ist Wörter jetzt geschehen. Rosi, Rosi, noch einmal, es war so wunderschön. Rosi, Rosi, noch einmal ist Wörter jetzt geschehen. Der Zahnarzt, bei dem ich war, der hat einen Abdruck vergessen rauszumachen, weil die haben auch an der Rezeption da, haben die einen Fernseher stehen gehabt. Und dann ist der weggegangen von seinem Patienten und hat gesagt, wegen mir hat er eine Stunde geschwitzt, dass er das wieder rausbringt. Der arme Patient. War es dasselbe. Das ist dann in Traunstein und Umgebung ins Krankenhaus gebracht worden. Und naja, da bist du vollkommen sozusagen, wenn du jetzt da nicht Helfer jemand hast, die das handeln, ist schwierig. Allein kannst du das ja nicht
da kriegst du das, ja, wie soll man sagen, die habt ihr das gar nicht so mitgekriegt, weil ich hab da ja, bin ja so rumgereicht worden von einem Platz zum anderen. Und dann mit dem Helikopter war das nach, mit dem Klaus Meyer, wo sind wir, nach Düsseldorf oder Dortmunder Westfalenhalle war es ja, dann Riesenhalle. Mireille Mathieu hat schon 4 Zugaben gesungen, weil wir mit diesem Helikopter so spät sind. Da ist unser, der Trainer ist dort mit mir da hingeflogen. Ich habe gesagt, ja, du sagst, da weißt, wir fliegen jetzt da hin. Ich habe das ausgemacht. Das macht er doch nichts aus. Sag ich, okay, mir ist gleich nicht. Da ist er auch alles gleich. Da bist du ja euphorisch, bist happy, sagst du, ja gut, machen wir. Gewinnerin der Goldmedaille und Olympiasiegerin, Rosi Mittermeier, Deutschland. Ganz im Ernst, mir war es nicht so wichtig, dass ich ganz wahnsinnig gute Skifahrerin bin. Und es war mir überhaupt nicht wichtig, dass ich gewinne. Rosi Mittermeier im zweiten und entscheidenden Durchgang. In einem beherzten Rennen verliert die Abfahrtssiegerin keinen Augenblick den Rhythmus zwischen den Toren und zeigt einen perfekten Lauf. Zweifaches Gold für Rosi Mittermeier. Der Jubel im Ziel fand kein Ende. Glücklich die deutschen Mädchen. Der Stolz der Chiemgauer auf den Skistar von der Winkelmoosalm, der Jubel und das lang gestaute Bedürfnis, Verbundenheit zu zeigen, brach ungehemmt hervor. Wissen Sie was? Ich war damals in der Schule und ich war schlecht in Englisch und wir haben einen Lehrer gehabt und da gab es das Buch von Ihnen, hat er zu mir gesagt. Und sage ich, ja, wir können uns duzen, gell, das ist kein Ding. Sage ich, ja, es gab das Buch von dir. Und dann hat er gesagt, der sich am besten mit der Note verbessert, der kriegt das Buch von der Rosi Mittermeier. Und dann hat er das Buch gekriegt. Und er ist voll ausgeflippt, hat 2 Noten in Englisch verbessert. Und sage ich, da war doch das auch was wert. Es ist die Geschichte dieser Tage, ein wahr gewordenes Märchen. Das Mädel von der Alm erobert die ganze Welt. Die ersten 4 Wochen auf der Winkelmoos, 27.000 Briefe, Pakete, ein ganzes Zimmer voll, nur Post, die Post hat das Zeit, der Postbote ist mit dem Bus aufgefahren, mit solchen Körbe, und da runter waren 150 Manager, die sich angeboten haben, dass sie mich managen wollen. Das konntest du ja gar nicht zuerst, eine Familie konnte das ja nicht bewältigen. Wir haben ja das nicht bewältigt. Also meine Eltern haben die Post aufgemacht und gesagt, oh, da schreibt schon wieder einer und der will die heiraten und da ist wieder einer. Und ich habe ja da, Gott sei Dank, ich bin ja dann in Amerika nur die Weltcuprennen zu Ende gefahren. Und dann war ja auch das Schöne noch, dass ich den Weltcup gewonnen habe in dem Jahr. Und das war natürlich, da gibt es ja nicht mehr Olympische Spiele und Weltcup, also war eigentlich ein super Jahr, nicht? Eines, das eine ganze Nation in Verzückung bringt. Wir haben Gold, heißt es. Dabei haben wir uns einfach an ihr Gold drangehängt. Also, du bist da von Menschen umgeben, die du gar nicht kennst, aber die sagen, ja, ich kenne die ganz gut. Und es ist ja trotzdem so, dass viel drumherum passiert, dass du es gar nicht merkst. Da werden Bücher geschrieben worden, von denen habe ich gar nichts gewusst. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da ist ja ein Zeug drin, gell? Ist ja furchtbar. Das ist ja, hat ja gar nicht viel eigentlich mit unserer Familie zu tun. Da habe ich mir nur gedacht, das dauert vielleicht ein Vierteljahr, dann beruhigt sich alles wieder. Aber das hat dann ziemlich lang angehalten, die Sache. Und deswegen war es gut, dass ich eigentlich gar nicht auf der Winkelmoos war. Weil ums Haus rum, das ist ja ein Almgebiet, da ist kein Gras mehr gewachsen. Da sind die Musikkapellen auf, dann sind die von der Wäscheleine, haben sie die Wäsche mitgenommen und als Souvenir. Und also meine Eltern haben da und auch meine Schwestern ziemlich was aushalten müssen. Ich war dann überall in der Welt unterwegs. Dann hat es geheißen, es ist geworben worden, mit meinem Kopf überall in Japan auf irgendwelche Kissen, mein Kopf, und habe um Gottes Willen, und auf Schnapsglasl, auf Biergläsern, überall Uhren. Der Rechtsanwalt von Traunstein hat ja das nicht überblickt. Also hat man schon gewusst, man muss irgendwie jemanden finden, der da einen Überblick hat, der auch Erfahrung hat. Und das war dann McCormick, Agentur.
Rosi Mittermeier orientiert sich ganz bewusst auch hier an der Spitze, an den Besten und traut sich was zu. Das war eigentlich so das erste Mal, wo ein Sportler so, man wird es heute vermarktet worden ist. Ich habe das nicht vermarktet empfunden, sondern ich habe halt dann geschaut, dass man Geld verdient, weil vorher war das ja eigentlich nicht möglich beim Skifahren. Und mein Vater hat auch gesagt, du musst das nicht machen, wenn dir das nicht Spaß macht. Dann kommen wir gut klar auf der Winkelmoos, da machen wir Kaffee und ist alles bestens. Und dann habe ich nur gedacht, na ja, es ist ja vielleicht ganz interessant, einmal das andere auch zum Kennenlernen. Und das war es ja auch. Dann war ich überall auf der Welt, muss ich sagen. Ob Japan, Amerika, in der Schweiz. Habe natürlich Verträge gehabt mit Firmen, die was mit Skisport zu tun gehabt haben, auch andere Firmen, aber meistens halt immer Dinge, wo ich auch selber dahinter gestanden bin. Und wenn das mal nicht der Fall war, weil man natürlich als junger Mensch einmal Fehler macht, dann habe ich das gecancelt und dann hat mir das sehr viel Geld gekostet, aber macht ja nichts. Ich habe auf jeden Fall habe ich immer schon geschaut, dass man nur was macht, was einem wirklich, wo man auch selber mit Herzen dahinter steht. Das Herz muss stimmen, das Gefühl. Für Neues, anderes ist sie immer offen. Nur verbiegen lässt sie sich eben nicht. Und sie verliert sich nicht. Dafür hat sie ein Gespür. Nach dem Jahr 76, nach dem Weltcup-Abschluss, also habe ich dann aufgehört, also irgendwo aufhören müssen, weil alle haben gesagt, da hast du keine ruhige Minute mehr, da kannst du also nicht mehr einfach trainieren oder so, weil da waren die Menschen schon ziemlich verrückt. Und ich war damals mit 25 Jahren im Skisport, war man als Mädchen, hat man als alt gegolten, was ja heute nicht mehr ist. Heute sind sie alle viel älter und fahren viel länger. Aber damals war das schon so, dass man gesagt hat, ja, ich bin also sozusagen 10 Jahre gefahren. Glück. Nein, du bist ja Wahnsinn. Das ist super. Hast du den jetzt gefunden? Liebt sie mehr als Rosen? Nein, Rosen mag ich auch, aber Staubholz ist gut. Baccarat-Rosen kommen gegen Nein. Den Steinpilz ist das nichts. Der riecht gut durch einmal. Parallel nimmt ihr Leben abseits ihrer Skispurfahrt auf. Die Verzauberung von Rosi Mittermeier und Christian Neureuther findet lange Zeit außerhalb der Öffentlichkeit statt. Solange es halt irgendwie geht. Heute gab es die Heirat einer Königin, einer sogenannten Königin, die Rosi von der Winkelmoosalm ehelichte, den Skistar Christian Neureuther. Wallfahrtskirche St. Anton, oberhalb von Partenkirchen. Tausende von Touristen, Einheimischen und Fans säumten die Wege. Rosi Mittermeier, 29 Jahre alt, die Doppel-Olympiasiegerin 1976 von
Innsbruck und Christian Neureuther, 30 Jahre alt. Na, da scheint die Rosi eine kleine Träne zerdrückt zu haben. Der Andrang riesengroß, na, jetzt ist deutlich. Und an so einem Tag darf man weinen. Vielleicht hat sie es damals bei der Goldmedaille auch gemacht, aber heute ist er dann noch angebrachter. Das ist natürlich so, dass wir beide gleiche Interessen haben. Und wenn der Christian oder unser gemeinsames Leben halt sich so entwickelt hat, dass jeder einen anderen mitzieht, so kommen wir gemeinsam, ist man immer stark. Und das ist jetzt in der Familie auch, wenn eine Familie zusammenhält und so, dann ist das schon eine gewisse Stärke. Da kann nichts eindringen, was dich umhaut. Weil du hast dann Rückhalt, du sagst, du, die helfen mir, die halten zu mir und so muss es eigentlich sein. Wenn man Vorbilder hat, und das waren meine Eltern und natürlich meine Geschwister und Christian genauso, wenn man in so einer, sagen wir, harmonischen Familie aufwachsen darf, dass man das natürlich auch weitergibt an die eigenen Kinder. Weil man erinnert sich immer an die eigene Kindheit, da denkt man immer an das zurück, wie war das? Schön war das alles. Das Droben auf der Winkelmoos und auch das, was danach kommt. Das meiste davon ein riesengroßes Abenteuer. Und was wird der Vati sagen zu Hause? Der war bestimmt aufgeregter wie ich. Das glaube ich allerdings auch. Meine Mutter ist ziemlich früh, viel zu früh gestorben. Mein Vater ist sehr alt geworden. Der ist 98 Jahre geworden. Da muss ich sagen, der hat das alles gemeistert. Der ist noch operiert worden am Herzen. Da war er 84. Dann hat er zum Professor gesagt, Herr Professor, das lohnt sich doch bei mir nicht mehr. Mach es doch das nicht. Gell? Also wissen Sie, ich habe doch schon Alter. Und hat er gesagt, Herr Mittermeier, Sie sind so noch so fit und so gut drauf und so, das machen wir auf jeden Fall. Und dann ist er 98 geworden. Und da muss man schon sagen, also wenn du dann so alt werden darfst, und ein Glücksfall natürlich, dass ich auch den richtigen Mann getroffen habe, auch im Sport, da merkst du dann schon so den Umgang miteinander, weil man sich immer helfen muss. Der Felix hat immer gesagt, also, hey, die Amelie, die fährt göttlich. Das stimmt, die ist richtig eine gute Skifahrerin. Elegant, also Wahnsinn. Die fährt ja nicht viel, die hat ja sehr lang, 6 Jahre in Berlin gelebt oder gearbeitet. Und dann ist sie ja immer nur eigentlich in die Ferien zum Skifahren gekommen. Aber natürlich als Kind ist sie mit uns natürlich auch zum Skifahren gekommen. Und dann, wenn man irgendwie ein Umfeld hat oder Trainer hat, die dann den Spaß nicht vermitteln und dann natürlich ein bisschen den Druck, dann, wo man sagt, ah, du bist die Tochter von, oder das hat der Felix auch gehabt, aber der Felix ist ein anderer Typ, dem hat das nichts ausgemacht, der Amelie schon. Mhm. Und dann hat die Amelie gesagt, ah, also, ich glaube, ich wäre keine Rennfahrerin. Sie hat dann gesagt, nein, das ist jetzt früh. Und dann war die Schule und das halt alles dann an andere Bahn gelaufen, gell? Ja, also in so eine künstlerische Richtung. Und das war das Richtige für sie. Sie hat mir das erzählt, dass sie mit mir beim Skifahren war. Da war ich 2,5 Jahre alt und das waren so meine ersten Versuche auf Schnee. Und dann bin ich den ganzen Tag, sie hat mich raufgeschoben, oder? Und ich bin halt mit den kleinen Rutschall runtergefahren und wieder raufgeschoben und wieder runtergefahren. Und ihr war es irgendwann einmal einfach zu anstrengend und auch zu blöd, mich die ganze Zeit immer raufzuziehen. Und sie wollte nach Hause. Und dann habe ich zum Weinen angefangen, weil ich einfach noch nicht nach Hause wollte, sondern weiterfahren. Und dann hat die Mama erzählt, dass halt dann die anderen Eltern so gesagt haben, ja schau, die Rosi Mittermeier zwingt ihren Buben zum Skifahren. Dabei war es eigentlich genau andersrum, dass sie nach Hause wollte und ich auf Schnee wollte. Und genau so kann man es eigentlich auch sehen. Also
ich bin nie zu was getrieben worden. Das Einzige, wo mir meine Eltern echt Gas gegeben haben, das war in der Schule, dass ich die fertig mache, aber nie im Sport. Das war auch so, wo ich dann mein erstes Weltcuprennen gewonnen habe in Kitzbühel. Dann war Pressekonferenz und dann bin ich in das Zelt, wo die ganzen Betreuer waren und wo ich halt auch gedacht habe, oder, dass meine Eltern sind. Und dann sind die mir zufällig entgegengekommen und ich habe so normale Turnschuhe angehabt im Schnee. Und ich habe die Mama bis dahin noch nicht gesehen. Gell? Und dann sagt sie nur, ja, mei, hättest du nicht gescheite Schuhe anziehen können und nicht so Turnschuhe. Da wären ja deine Füße kalt, da kommt der ganze Schnee in die Schuhe rein. Und hat eigentlich überhaupt nichts gesagt, so, dass ich jetzt ja gerade in Kitzbühel mein erstes Weltcuprennen gewonnen habe. Die Ergebnisse sind ihr halt nicht so wichtig wie der Mensch. Viele sehen das aber anders. Sie wollen den Vergleich. Ich hatte daran auch echt zu kämpfen mit den Vergleichen, weil ja dadurch auch, oder der Anspruch mir gegenüber war extrem hoch. Nicht nur von mir selber, sondern auch von außen. Und das war nicht immer so einfach, aber meine oder auch die Mama und der Papa, die haben eigentlich nie, also das hat für die ja nie gezählt, sondern für die Mama war es eh immer nur wichtig, dass es mir gut geht. Ob das Wetter schön war, ob ich nette Leute kennengelernt habe und ob das Essen gut war im Hotel.